Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist schon Freitag. In der Woche ist nicht so viel Spannendes passiert, dass ich hätte filmen können. Dafür tue ich es jetzt. Und zwar habe ich mir etwas bestellt und ist letztens angekommen. Ich glaube, wann ist sie angekommen? Vorgestern. Wie ihr hier seht, eine PlayStation 4 habe ich mir bestellt. So eine kleine, diese Slim-Variante mit 500 GB. Das sollte reichen für mich mit einem Controller. Und zusätzlich dann noch das neueste Call of Duty. Genau, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Das habe ich mir nämlich gegönnt. Und ja, auch schon ein bisschen gespielt. Beim ersten Mal war ich nicht so gut. Dann habe ich aber das zweite Mal gespielt. An einem anderen Tag dann. Ich habe an dem einen Tag nur ein Spiel gespielt, weil das Einrichten so lange gedauert hat. Und jetzt habe ich halt gestern noch ein paar Mal gespielt und da war ich tatsächlich richtig gut. Was ich seltsam finde, weil das Spiel ist ja jetzt nicht super neu. Das ist ja jetzt schon ein bisschen länger draußen. Von daher hat mich das gewundert, dass ich so gut dafür war, dass die anderen das schon länger gespielt haben. Also war eigentlich ganz okay. Ist halt total was anderes als Black Ops. Ich persönlich bin Fan von Black Ops Reihen, das muss ich einfach so sagen. Deswegen, 12. Oktober dieses Jahr kommt ja wieder das neue Black Ops raus. Da freue ich mich schon drauf, habe ich schon einen Kalender angestrichen. Und ja, diese Reihe jetzt ist komplett anders halt. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag oder nicht. Die Karten mag ich nicht so gerne wie bei Black Ops, muss ich sagen. Aber gewöhnt man sich dran, aber ich werde sie trotzdem nicht so sehr mögen wie Black Ops. Ja, das wollte ich nur euch nur kurz sagen. Und ja. Was mache ich heute? Es sieht inzwischen, also heute sieht es wirklich chaotisch in meiner Wohnung aus. Das heißt, heute wieder richtig schön Wohnungsputz, wie halt immer, aber diesmal halt richtig, 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 richtig. Also Schränke auswischen, mal irgendwie Sachen nochmal neu sortieren. Alles Mögliche. Also ich werde damit heute die meiste Zeit beschäftigt sein. Eigentlich wollte ich heute noch, ich habe im Aldi, da gab es für 1 € so viele Stiefmütterchen, so mehrere. Da hatte ich mir zwei mitgenommen, damit ich draußen weiter pflanzen kann. Allerdings schneit es ja jetzt gerade und es soll die Tage nur mal frieren, deswegen habe ich jetzt gedacht, mache ich das jetzt noch nicht. Das mache ich dann vielleicht irgendwann nächste Woche. Weil, ja, ich würde sie gerne auspflanzen jetzt, damit sie nicht mehr hier rumstehen, aber es lohnt ja nicht. Wenn es jetzt friert, ist ein bisschen blöd. Genau. Deswegen jetzt erstmal aufräumen und dann sehen wir weiter. Und heute Haare waschen. Ach nee, morgen Haare färben, weil ihr seht vielleicht, ich habe so den übelsten Ansatz. Und ja, es wird mal wieder Zeit, deswegen. Da fällt mir gerade noch was ein, und zwar habe ich diese Woche bei Hollister bestellt und da ist momentan Sale. Ich habe, glaube ich, bis zu 60%. Und ich habe jetzt zum Beispiel, trage ich gerade diesen Pullover hier. Steht an der Seite so Hollister drauf, hier mit so Schnürungen und sonst eigentlich relativ unspektakulär. Den gibt es in sehr vielen verschiedenen Farben und der hat jetzt nur 20 € gekostet. Deswegen wollte ich das mal kurz anmerken, weil das ist echt mega Rabatt und sonst kostet der, glaube ich, 50 oder 60 € und jetzt habe ich den für 20 gekriegt. Genauso wie einen super kuscheligen Cardigan, der wirklich traumhaft schön ist, für 10 €. Und zwei schöne T-Shirts, die richtig schön fallen und schön Stoff haben. So weil, also der eine, also ich habe mir das in zwei verschiedenen Farben gekauft. Das eine ist so rötlich, also so Bordeaux-farben. Das andere ist so grün mit weiß. Und das kostet jeweils nur 5 € von 20 € runtergesetzt. Also man spart schon ordentlich. Und dann hatte ich mir halt noch eine kurze Hose für den Urlaub schon mal gekauft. Aber das wollte ich euch nur kurz sagen, falls ihr gerne bei Hollister kauft. Ich war früher zum Beispiel, muss ich mal gerade erzählen, oh Gott, ich fahre hier gleich um mit dem Kratzbaum. Früher, als Hollister so in war, da habe ich da eigentlich relativ wenig gekauft, beziehungsweise eigentlich gar nicht, weil ich bin nicht so ein Mitläufer eigentlich, ne? Also klar, bei manchen Sachen schon, wenn sie mir sofort wirklich auf Anhieb gefallen, aber da war ich so, was Klamotten angeht, immer so, lass die mal machen erstmal. Und jetzt inzwischen ist Hollister ja eigentlich nicht mehr so gehypt, sage ich mal. Und ja, ich dachte mir, ich bestelle da mal was, weil ich habe halt auch gehört, dass die Hosen da ganz gut sind. Und ich habe da eigentlich nur mal so geguckt auf der Seite und dann war halt super reduziert. Und wirklich alle Sachen, die ich von Hollister besitze, haben eine sehr, sehr gute Qualität, sind super weich, sind super bequem. Also ich bestelle da ganz gerne jetzt inzwischen mal. Muss ich nämlich wirklich sagen, ich finde die Klamotten, die ich daher habe, allesamt sehr, sehr gut. So, hallo zusammen. Ich habe lange nicht mehr gevloggt, muss ich ehrlich zugeben, weil ich in den letzten Wochen echt Stress auf Arbeit hatte. Und diese Woche zum Beispiel jeden Tag Überstunden, außer am Freitag, da bin ich pünktlich gegangen, aber sonst immer jeden Tag Überstunden gemacht habe, ein paar. Und ja, dann war es in der Woche, gab es da nichts zu vloggen. Letzte Woche hatte ich, glaube ich, am Wochenende, weiß ich gar nicht, was war denn da? Ich glaube, war da nicht eine Party? Ja, da war eine Party. Und ich hatte halt auch vergessen, meine Kamera mitzunehmen, dooferweise.
Deswegen hat das auch nicht geklappt. Aber ich dachte mir, jetzt am Wochenende nehme ich euch mal mit. Es ist aber schon allerdings Samstag. Es ist der 24. oder 25. Ich weiß gerade nicht, welcher. 24. müsste sein, genau. Ja, und ich bin jetzt gerade in Bielefeld. Ich will immer Berlin sagen. Ich bin jetzt gerade in Bielefeld und stehe hier schon bei Ann-Christine und Juliane vom Haus, sage ich mal. Also sitzen wir im Auto und jetzt gehe ich da gleich hoch. Und ja, wir machen heute so ein bisschen Mädelsabend. Und was gibt's noch zu erzählen? Ich bin jetzt in unserer Firma im Betriebsrat, was auch ganz geil war. Ich hatte mich für einen Betriebsrat aufstellen lassen und ich wäre so oder so reingekommen, weil es so eine also eine Quote halt gibt, jetzt bei uns halt für Frauen, weil wir weniger Frauen haben. Und ich war auch im Wahlvorstand und Donnerstag war halt die Wahl. Ja. Und ich bin tatsächlich, ich war auf dem zweiten Platz, sag ich mal. Also ich wurde richtig, richtig oft gewählt von 14 Leuten, 7 kommen in den Betriebsrat. Und ich wurde am zweitmeisten gewählt, was voll krass ist. Und ich war nur 2 Stimmen, hinter dem ersten. Und ich finde das richtig, richtig heftig. Damit hätte ich nie gerechnet, also wirklich nicht. Ich dachte, wenn ich so reinkommen würde durch die Wahl, dann relativ weit unten, richtig knapp oder so. Aber ich war einfach mal Zweite, was richtig, richtig cool ist. Hat mich natürlich richtig gefreut, weil ich möchte natürlich auch lieber in Betriebsrat dadurch, dass ich gewählt worden bin, dass die Leute an mich glauben, als dass ich wegen so einer scheiß Quote reinrutsche. Und es ist mir gelungen und es freut mich sehr. Jetzt muss ich dann mal schauen. Nächsten Donnerstag ist schon unsere erste Sitzung dann wohl. Ich bin gespannt. Hallo zusammen. Ich habe gestern schon wieder vergessen zu filmen. Also was heißt es vergessen? Ich war ja bei Ann-Christine und Juliane und wir waren Lasertag spielen und da hätte ich auch schlecht filmen können, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hätte vielleicht ein bisschen mitnehmen können. Ich weiß auch nicht. War halt so ein Mädelsabend und da hatte ich das dann irgendwie verdrängt, muss ich sagen. Genau, ich mache mich jetzt gerade fertig, weil jetzt gehe ich mit den Mädels essen. Wohin kann es wohl gehen, wenn ich essen gehe? Ichiban natürlich. Was anderes geht schließlich nicht. Ja, so, ich bin jetzt einigermaßen ready. Und ja, ich schnappe mir jetzt meine Tasche. Und dann geht's auch los, damit ich nicht zu spät komme, weil wir haben um 18 Uhr einen Tisch reserviert und es ist jetzt 9:30. Und ich brauche auch ungefähr so eine halbe Stunde. Genau. Tschüss noch, Fritete. Wir sehen uns gleich wieder. Ich bin kurz essen. Du hast dein Essen schon gekriegt. Genau. Und dann nehme ich euch da ein bisschen mit, obwohl es da natürlich auch nicht so viel mitzunehmen gibt. Tschüss, Noffi. Aber besser als nichts, ne? So. Übrigens hattet ihr, glaube ich, gesehen, dass ich meine Pflanzen gepflanzt habe. Und es hatte ja noch geschneit. Da. Und sie haben erst die Köpfe hängen lassen, aber jetzt rappeln sie sich langsam wieder auf, aber ich glaube, es soll nächste Woche wieder irgendwie frieren. Von daher, habe ich mein Handy überhaupt mitgenommen? Hä? Warte, Leute, ich muss mal kurz gucken, ob ich mein Handy überhaupt... Ja, habe ich, gut. Nice. Okay, dann geht's los. So, ich bin zurück und ihr hört die Kleinen schon direkt schreien. Das passiert immer, wenn ich reinkomme. Die ist so süß. Du bist so süß. Ach ja, meine kleine Maus. So, runter mit dir. Ja, du hast schon vorhin gegessen. Du kannst dich immer essen. Sie geht zum Essen. Nein, du hast Trockenfutter. Ist das. So, Wochenende schon wieder vorbei und ich habe so gefühlt nichts getan. Klappe. Ja, scheiße, Mann. Das Wochenende geht viel zu schnell rum. Dafür ist ja nächstes Wochenende langes Wochenende. Gott sei Dank.
Und habe ich schon erzählt, dass ich glaube, ich werde krank? Weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich werde krank. Ich habe übelst Halsschmerzen. Und keine Ahnung, muss auch voll oft niesen. Ich glaube, ich werde schon wieder krank, was eigentlich ungewöhnlich für mich ist. Weil ich ja erst Anfang bzw. Ende des Jahres und Anfang des Jahres jetzt ja krank war. Und jetzt schon wieder, das wäre echt scheiße. Aber wir werden mal abwarten. Vielleicht ist es auch nur Fehlalarm, aber ich glaube wirklich, ich werde krank. Nur diese Woche kann ich es halt gar nicht gebrauchen, weil ich halt alleine auf der Arbeit momentan bin und da passt das gar nicht. Oh, möchtest du gekrault werden? Ja, Schatz, du süße Maus, du. Du süße Maus, hier liegen übrigens gerade meine ganzen Schminksachen rum. Weil ich mich eben auf dem Sofa geschminkt habe, mache ich eigentlich meistens das bequemer. Gucke ich währenddessen Videos. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich stelle jetzt wieder Videos an. Und dann räume ich noch ein bisschen sowas weg, weil meine Familie war gestern da und da steht noch ein bisschen was rum. Und ich habe nämlich gebacken und alles, deswegen muss ich da noch ein bisschen was jetzt wegräumen wieder. Ja, das werde ich jetzt machen und mir noch einen Tee machen, weil ich hoffe, ich werde nicht krank, bitte nicht. Und auch nicht über die Feiertage, das wäre übel scheiße. Ich hoffe, ich habe Glück. Naja, und ich muss endlich mal wieder ein Video eigentlich schneiden, aber heute schaffe ich das auch leider nicht. Oh, mein Gott, es regt mich selbst so auf, dass ich momentan nicht hinterherkomme mit den Videos. Letzte Woche war es nämlich, ich wollte zwei Videos drehen. War aber im Grunde, also ich war verabredet, aber ich wollte ein Schminkvideo drehen. Ich musste mich ja eh schminken für die Verabredung, sag ich mal. Also mit meiner Freundin. Und dann auf einmal ging aber mitten beim Schminken dann auf einmal die Kamera aus, weil der Akku leer war. Und jetzt konnte ich ja nicht, weil ich mich auch beeilen musste, nicht so lange den nochmal aufladen und weitermachen. Deswegen konnte ich in letzter Woche keine Videos drehen und diese Woche habe ich es jetzt zeitlich auch nicht geschafft, weil ich wirklich immer was zu tun hatte, was echt scheiße ist. Aber ich glaube, also nächste Woche schaffe ich es auf jeden Fall. Also nächste Woche, ne stopp, ja doch, wenn ihr das seht, nächste Woche kommen wieder Videos, weil langes Wochenende, da schaffe ich es einige zu drehen, da möchte ich dann auch schon ein bisschen vordrehen. Das schaffe ich auf jeden Fall an dem langen Wochenende, das sei denn, ich bin krank, aber sonst versprochen. Genau. Meine Nase sitzt schon zu. Geil. Naja, dann würde ich jetzt den Vlog beenden. Ich habe keine Ahnung, ob der heute diesmal lang geworden ist oder nicht. Ich glaube nicht. Aber ich hatte nicht so spannende Sachen, ganz ehrlich. Und bei den anderen Sachen konnte ich euch leider nicht so gut mitnehmen. Aber es wird bald wieder besser. Vor allem, wenn ich bald im Urlaub bin, Ende Mai. Das wird so geil. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit Kreuzfahrt. Da werde ich richtig viel filmen, das auf jeden Fall, also so wie in den USA immer, da werde ich richtig viel filmen und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich liebe das auch, ich habe mir letztens nämlich nochmal die alten USA-Vlogs angeguckt und es macht so Spaß, ich finde das richtig gut, dass ich da immer filme, weil so Fotos, das kann man halt nicht vergleichen, ne? So ein Video, ich habe mir das Video angeguckt von beiden Reisen und es ist einfach schön, das nochmal so zu sehen, was man so gemacht hat, die Eindrücke, also finde ich richtig geil, deswegen werde ich auf jeden Fall jeden einzelnen Urlaub filmen.